Hallo liebe Gitarristinnen und Gitarristen, heute lernen wir Es schneit von Rolf Zuchowski. Ich wünsche euch viel Vergnügen damit. Das sind die Akkorde, die ihr für das Lied braucht. Einmal das D, ab der D-Seite zu spielen. Dann das A, ab der A-Seite zu spielen. Das A7, du greifst einfach den A-Akkord und lässt den Mittelfinger weg und spielst auch ab der A-Seite. Dann das G. Ab der E-Seite zu spielen. Dann das B oder H7. Ganze Griff ab der A-Seite zu spielen. Du setzt den Zeigefinger auf die D-Seite im ersten Bund, den Mittelfinger auf die A-Seite im zweiten Bund, den Ringfinger auf die G-Seite im zweiten Bund und den kleinen Finger auf die E-Seite im zweiten Bund. Und dann brauchen wir noch das E-Moll. Ab der E-Seite zu spielen. Das ist der Schlag, den du für das Lied brauchst, also für alle Strophen und den Chorus. Und zwar down, down, up. Das ist der Schlag, den du für die Bridge brauchst. Pro Akkord einmal nach unten streifen. Und der Chorus einmal ganz langsam. Akkord einmal nach unten. Aus Blau wird weiß, aus Blau.